Wir beginnen mit 5 Luftmaschen. Zur Runde schließen. Mit Kettmasche. Masche durchziehen und durch die rechte Masche durch. Jetzt 5 Luftmaschen. Zwei Stäbchen in die Mitte. Zwei Luftmaschen. Und ein Doppelstäbchen in die Mitte. Dann wieder 5 Luftmaschen. Zwei Stäbchen in die Luftmaschen. Zwei Stäbchen über die Stäbchen der Vorrunde und zwei Stäbchen bei den Luftmaschen. Zwei Luftmaschen und ein Doppelstäbchen. Vierte Runde beginnen wir mit 5 Luftmaschen. Zwei Stäbchen in die Luftmaschen. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stäbchen. Über alle Stäbchen der Vorrunde. Und zwei Stäbchen in die Luftmaschen. Dann 2 Luftmaschen und ein Doppelstäbchen. So, 5. Reihe mit 5 Luftmaschen beginnen. Da in die erste Masche ein Stäbchen, jetzt in die Luftmaschen 2 Stäbchen, jetzt 5 Luftmaschen, wir häkeln dreifaches Stäbchen in die mittleren. 2 Stäbchen, also hier habe ich die Mitte. Einmal und noch einmal dreifaches Stäbchen in die nächste Masche. Fünf Luftmaschen. Zwei
Stäbchen, sind drei Stäbchen, zwei Luftmaschen und ein Doppelstäbchen. Nochmal in die letzte. In die Luftmaschen. So schaut es aus. Sechste Reihe, wieder mit 5 Luftmaschen beginnen. Jetzt häkeln wir 2 Stäbchen in die Luftmaschen. Zwei Stäbchen in die ersten 2 Stäbchen. Jetzt kommen 5 Luftmaschen. Und jetzt häkeln wir 4 feste Maschen. Erste feste Masche häkeln wir da in die letzte Luftmasche. Dann die zweite in das erste Doppelstäbchen. In das zweite Doppelstäbchen eine feste Masche und hier auch eine feste Masche. Also 4 feste Maschen haben wir jetzt. Jetzt 5 Luftmaschen. In das zweite Stäbchen und in das dritte Stäbchen häkeln. In die Luftmaschen 2 Stäbchen. Zwei Luftmaschen und ein Doppelstäbchen. So, die siebte Reihe mit 5 Luftmaschen beginnen. Zwei Stäbchen in die Luftmaschen. Drei Stäbchen in die Stäbchen der Vorrunde. Fünf Luftmaschen. Jetzt häkeln wir wieder feste Maschen. Und zwar wieder eine in die Luftmaschen. Über jede feste Masche der Vorrunde auch feste Maschen häkeln. Und eine feste Masche in die Luftmaschen. Dann wieder 5 Luftmaschen. Dann gehen wir in das zweite Stäbchen und häkeln 3 Stäbchen. Dann nochmal 2 Stäbchen in die Luftmaschen. Zwei Luftmaschen und ein Doppelstäbchen. Die achte Runde mit 5 Luftmaschen beginnen.
zwei Stäbchen in die Luft machen. Weiter Stäbchen häkeln. Das letzte Stäbchen freilassen. Jetzt haben wir 4 Luftmaschen. Und jetzt häkeln wir wieder feste Maschen. In die Luftmaschen eine, die restlichen festen Maschen häkeln. Und in die Luftmaschen wieder eine. 4 Luftmaschen. Das erste Stäbchen freilassen. Stäbchen häkeln. Zwei Stäbchen in die Luftmaschen. Zwei Luftmaschen und ein Doppelstäbchen. Neunte Reihe beginnen wir wieder mit 5 Luftmaschen. Zwei Stäbchen in die Luftmaschen. Jetzt häkeln wir 2 Luftmaschen. 2 Stäbchen lassen wir frei. Und häkeln ab dem dritten Stäbchen häkeln wir weiter Stäbchen. So, in die Luftmaschen auch ein Stäbchen. Dann insgesamt 5. Jetzt 5 Luftmaschen. Und da häkeln wir jetzt, also die erste feste Masche lassen wir frei. Wir häkeln in die zweite. Wir häkeln jetzt weniger feste Maschen. Und am Ende der Reihe auch eine feste Masche freilassen. So, eine lassen wir frei. 5 Luftmaschen. Ein Stäbchen in die Luftmaschen. 5 Stäbchen. Also insgesamt 5 Stäbchen. Jetzt häkeln wir 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen lassen wir frei. Und dann häkeln wir 2 Stäbchen in die Luftmaschen. Zwei Luftmaschen und ein Doppelstäbchen. Die 10. Runde fangen wir wieder mit 5 Luftmaschen an. Sechs Stäbchen insgesamt in die Luftmaschen. 2 Stäbchen
über die Stäbchen der Vorrunde und zwei Stäbchen in die Luftmaschen. Zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen freilassen, vier Stäbchen häkeln. Drei Stäbchen, das vierte Stäbchen in die Luftmaschen. Fünf Luftmaschen. Die erste feste Masche lassen wir frei. In die zweite. Und die letzte feste Masche lassen wir auch frei. Fünf Luftmaschen. Dann häkeln wir wieder vier Stäbchen. Das erste Stäbchen in die Luftmaschen. Und drei Stäbchen über die Stäbchen der Vorrunde. So, dann zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen freilassen, in die Luftmaschen zwei Stäbchen, und da auch zwei Stäbchen, und in die Luftmaschen wieder zwei Stäbchen. So, zwei Luftmaschen und ein Doppelstäbchen. So, jetzt kommt die 11. Reihe. 5 Luftmaschen. Zwei Stäbchen in die Luftmaschen, da werden auch wieder alle Stäbchen gehäkelt, das sind jetzt insgesamt 2, 4, 6, 8 Stäbchen. In die Luftmaschen werden auch 2 Stäbchen, also insgesamt 10 Stäbchen. 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen freilassen, in das dritte und vierte 2 Stäbchen häkeln. Und ein Stäbchen in die Luftmaschen. Jetzt 4 Luftmaschen. 3-fach Stäbchen, also 3-mal Umschlag und in die mittlere 2 feste Maschen. Also das erste freilassen. In die zweite feste Masche, 3-fach Stäbchen häkeln, das zweite, in die dritte feste Masche, 4 Luftmaschen, 1 Stäbchen in die Luftmaschen,
in das erste und das zweite Stäbchen ein Stäbchen. Jetzt zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen freilassen und jetzt hier auch wieder 10 Stäbchen häkeln. In die Luftmaschen, 2, die restlichen Stäbchen, sind 8 und in die Luftmaschen auch 2. 10 Stäbchen, jetzt 2 Luftmaschen und ein Doppelstäbchen in die letzte Masche. Schaut es aus, jetzt kommt die 12. Reihe. Das Prinzip ist eigentlich gleich. Ich zeige euch noch ein paar Runden, wie man es weitermacht. 3 Stäbchen, also die ersten 2 wieder. Da häkeln. Nee, die erste Masche häkeln wir. In die erste Masche und die zweiten 2 Stäbchen in die Luftmaschen. So. Jetzt kommen 5 Luftmaschen. Jetzt häkeln wir Doppelstäbchen, Dreifachstäbchen in die mittleren Maschen. Ich habe hier das mittlere Stäbchen. Genau. In die mittleren 2 Stäbchen. Und das zweite Dreifachstäbchen. Und 5 Luftmaschen. In die Luftmaschen 2 Stäbchen. Und in das Stäbchen, in das erste auch ein Stäbchen. Ist der Anfang wieder, wie wir da gemacht haben. Das gleiche jetzt. So, dann kommen 2 Luftmaschen. Zwei Stäbchen freilassen. Jetzt kommen an den Luftmaschen 4 Stäbchen. In die mittleren 2 Maschen auch Stäbchen häkeln. Und da auch 4 Stäbchen. Jetzt 2 Luftmaschen und 3 Stäbchen.
zwei Maschen unten freilassen, in das letzte Stäbchen und in die Luftmaschen zwei Stäbchen. Jetzt kommen 5 Luftmaschen. In die mittleren Maschen ein Dreifachstäbchen. Fünf Luftmaschen. Und in die Luftmaschen 3 Stäbchen. Zwei Luftmaschen. Und ein Doppelstäbchen. So, die nächste, die 13. Reihe. 5 Luftmaschen. Vier Stäbchen in die Luftmaschen 2. Und über die ersten 2 Stäbchen. Jetzt kommen 5 Luftmaschen. Und das Ganze wiederholt sich wieder. Jetzt häkeln wir wieder da 4 feste Maschen. Die erste feste Masche in die Luftmaschen, dann 2 feste Maschen und die vierte in die Luftmaschen. So, jetzt 5 Luftmaschen. Das erste Stäbchen lassen wir frei und häkeln da 4 Stäbchen. In die Luftmaschen auch 2. Zwei Luftmaschen. Da lassen wir 2 Stäbchen frei und häkeln die mittleren Stäbchen. Die letzten 2 Maschen lassen wir auch frei. Jetzt wieder 2 Luftmaschen. Und 4 Stäbchen in die Luftmaschen 2 und über die ersten 2 Stäbchen. Das letzte lassen wir frei. 5 Luftmaschen, 4 feste Maschen in die Luftmaschen, über die 2 Maschen und wieder über die Luftmaschen. Und 5 Luftmaschen und wieder 4 Stäbchen
Das erste Stäbchen lassen wir frei. In die Luftmaschen zwei Stäbchen. Zwei Luftmaschen und ein Doppelstäbchen.